Willkommen zum Profil-Talk auf Schau.TV. Wir werfen wieder einen Blick in die neue Ausgabe von Österreichs unabhängigem Nachrichtenmagazin. Und da geht es diesmal um die große Frage, ob wir gerade eine besondere Welle der Entschuldigungskultur erleben. Und dazu im Studio Profiljournalist Sebastian Hofer und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr da seid. Sebastian, wie ist die Frage aufgekommen bei euch im Profil nach der Entschuldigungskultur, warum wir die gerade erleben jetzt besonders? Wir waren erstaunt oder überrascht, als Heiko Maas, der deutsche Außenminister, vor ein paar Tagen im Fernsehen einen Fehler eingestanden hat in der Einschätzung der Situation in Afghanistan. Sehr klar, mit klaren Worten, er hat sich dafür entschuldigt, da wäre einiges falsch gelaufen. Dann hat seine Ministerkollegin Annegret Kramp-Karrenbauer ebenfalls Worte der Entschuldigung gefunden, öffentlich. Und das hat uns zum Nachdenken gebracht, weil wir das ja tendenziell nicht gewohnt sind. Also gerade auch in Österreich ist die Fehler- und Entschuldigungskultur, die politische, nicht sehr ausgeprägt. Also wir haben uns dann sehr schnell an Jörg Haider erinnert, der sich ganz gern für Verfehlungen meinetwegen, wenn sie sich beleidigt fühlen, öffentlich entschuldigt hat. Oder auch an die schöne Episode mit Heinz-Christian Strache, der sich nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos zunächst einmal bei seiner Frau entschuldigt hat und dafür, dass er zu peinlich war, nicht allerdings für seine, sagen wir mal, mit doch nicht ganz unerheblichen politischen Fehler. Wenn man da jetzt eben nach Deutschland blickt, wie Sebastian gerade gesagt hat, Heiko Maas zum Beispiel eben oder Annegret Kramp-Karrenbauer, überrascht dich das, dass da jetzt auf einmal sich so offen entschuldigt wird? Interessant, dass du das fragst. Ich schreibe jetzt gerade einen Am-Leitartikel diese Woche und es beginnt damit, dass ich jetzt eigentlich ohnehin Lust hätte, nochmal über diese Titelgeschichte zu schreiben, was ich dann nicht tue, weil die Titelgeschichte das ja ziemlich ausbuchstabiert. Aber so der Satz, den ich dort gefunden habe, ist eben dieser augenfällige Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Das beginnt 1945 unter Frage der Verantwortung, Gesamtverantwortung. Ich rede gar nicht von Schuld am Zweiten Weltkrieg. In unserer Geschichte kommt Franz Franitzky vor, der, glaube ich, 1991 dann, also sehr, sehr spät, das war 5 Jahre nach dem Waldheim zum Bundespräsidenten gewählt wurde, Worte der Entschuldigung gefunden hatte. In Deutschland war das 1970 Willy Brandt, aber eigentlich ab 1945 klar. Und jedenfalls bis jetzt in die Gegenwart. Jetzt kommt Sebastian Kurz als Bundeskanzler nicht direkt, nur indirekt vor, da er sich ja nicht unbedingt jetzt für irgendwas entschuldigen müsste. Aber die Tatsache, dass er prophylaktisch in der ganzen Corona-Zeit immer wieder gesagt hat, wir machen keine Fehler, das ist ja auch eine Form der Nichtentschuldigung. Ganz im Gegensatz zu seinem damaligen Gesundheitsminister Anschober, der sich ständig entschuldigt hat. Also ein Riesenunterschied zwischen Deutschland und Österreich. Eine gute Erklärung dafür habe ich nicht. Vielleicht hängt es schon ein wenig damit zusammen, dass in Österreich vieles immer verwaschen war, in Deutschland weniger, dass es in Deutschland ein Großbürgertum gab, das moralische Grenzen und rote Linien kannte und das bisschen ein Großbürgertum, auch am jüdischen Großbürgertum, das es in Österreich nach der absolutistischen Monarchie 1918 gab, dann leider wieder hinweggefegt wurde. Vielleicht ist das einer der Gründe, aber unglaublich augenfällig, weil auch so nahe, wie wohl Bayern vielleicht ein bisschen eine Mischkultur hat. Also dort sehe ich dieses große Entschuldigung. Nicht unbedingt, aber das wäre ein Beweis mehr dafür, dass die Unterschiede, die Wasserscheide da irgendwo zwischen München und Salzburg verläuft. Ich möchte noch mal auf Franz Franitzky auch zurückkommen, eben diese Entschuldigung für die österreichische Rolle im Nationalsozialismus. Wie ist es denn zu dieser Entschuldigung damals gekommen überhaupt? Das war eine Erklärung im Parlament, Nationalrat, in der es zunächst einmal um die damalige Situation in Jugoslawien ging. Und wir haben mit Herrn Franitzky gesprochen und er hat uns dann erzählt, also jetzt für diese Geschichte mit ihm gesprochen und er hat uns erzählt, wie es dazu kam. Es gab damals je nach Interessenslage Anschuldigungen in alle Richtungen, gegen Serben, gegen Bosnier. Also es war eine komplizierte Situation und die Anschuldigungen kamen auch aus Österreich und Franitzky meinte, wir hätten da vielleicht sozusagen auch selbst mal was zu klären, historische Schuld einzugestehen und sich dafür um Verzeihung zu bitten. Das hat er dann gemacht im Rahmen einer Erklärung über die Situation in Jugoslawien. Also so ein bisschen, es war so ein bisschen im Anhang dieser Rede, aber natürlich war das eigentliche Gewicht. Das haben ihm auch viele davor abgeraten, denen er davon erzählt hat, von dem Plan, das zu tun. Er hat es trotzdem getan, weil er es für nötig hielt und es war auch tatsächlich nötig.
Aber es scheint so eine Regel zu geben, dass man sich als Politiker nicht entschuldigt, jedenfalls in Österreich. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, also die Grünen, Alexander Van der Bellen zum Beispiel, oder eben dann Rudi Anschober, die haben es, oder Alexander Van der Bellen hat das oft kultiviert, dieses Nachdenkliche, diese Metaebene, naja, vielleicht habe ich, aber das ist eben eine Minderheitsposition. Insgesamt gibt man keine Fehler zu und im Zuge dessen entschuldigt man sich auch nicht, vor allem bei Politikern, Politikerinnen. Und da besonders in Österreich. Aber eben, wie schwer ist denn auch die Entscheidung eines Politikers dafür, sich zu entschuldigen? Da öffnet man doch das Scheunentor für die Opposition, oder? Selbstverständlich. Und es hängt natürlich auch ein wenig mit uns Journalisten und Journalistinnen zusammen, also mit dem Gedächtnis, dem Archiv der Journalisten, dass dann immer wieder über Jahrzehnte der Nachhall käme. Der hat damals selbst doch selber zugegeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Und das ist natürlich auch innerhalb von demokratischen Konstellationen von Opposition und Regierung schwierig, weil sich natürlich die Opposition sofort drauf setzt und sagt, er hat ja selber zugegeben, dass er Fehler gemacht hat. Dennoch, wenn man Größe hat, dann kann man sowas schon da reiten, wie man sagt, und damit umgehen können. Ob das für eine Mehrheitspartei wirklich möglich ist, weiß ich nicht. Andererseits Angela Merkel in Deutschland, das ist so spannend. Die Christlich-Sozialen in Österreich gegen die Christlich-Sozialen im Vergleich zu den Christlich-Sozialen in Deutschland. Und dort funktioniert es. Und bei uns wird es nicht gemacht. Und ich bin jetzt nicht der Meinung, dass die Österreicherinnen so unterschiedlich von unseren nördlichen Nachbarn sind. Mhm. Aber macht es einen Politiker sympathischer, wenn er sich entschuldigt für den Wähler? Sympathischer, aber auch schwach, angreifbar, ja. Weil man eben Fehler zugibt. Und wir gehen in der Geschichte auch darauf ein, es geht nicht nur um Politikerinnen und Politiker, sondern es geht um die MeToo-Bewegung, es geht um Popstars, es geht sehr stark um die katholische Kirche und die katholische Kirche. Und der Umgang damit ist ja dann wieder, also mit Missbrauchsvorwürfen vor allem, aber auch mit vielem, was davor passierte, bis weit ins Mittelalter hinein. Und die katholische Kirche agiert dann natürlich auch eher politisch, nur nichts zugeben, bis es bewiesen ist und wurde. Vergibt Gott alles, ist die große Frage. Die Kirche spielt ebenfalls eine große Rolle im neuen Profil. Wie schaut ihr da darauf? Wir betten dieses Thema eben ein und es gibt einfach die große katholische Tradition der Beichte und so, das natürlich gern als sehr billige Form der Reinwaschung auch gedacht wird. Wahrscheinlich ist es theologisch nicht so verankert, aber diese billige Reinwaschung schwingt natürlich auch mit. Ne? Und die Kirche selbst hat jetzt eben, wie du gerade angesprochen hast, natürlich auch einiges verbrochen bis verbockt und ist dabei, sich zu entschuldigen, aber eben nicht ganz, ne? Weil eben auf die Beichte doch auch eine Reue, eine tätige folgen sollte und eine sozusagen Satisfactio, also eine Wiedergutmachung des Schadens, und die könnte zum Beispiel in einer stärkeren Rücktrittskultur oder auch einer stärkeren Förderung von Opfern resultieren. Da haben wir noch nicht so viel gesehen. Eben, ist das die große Angst der Kirche, warum sie sich nicht wirklich hinstellt und sagt Entschuldigung für das, was passiert ist? Sehr ähnlich dem, was im politischen Umfeld passiert. Nur ein Beispiel, das, glaube ich, in der Geschichte gar nicht vorkommt. Eine der wichtigsten Geschichten, die Profil jemals geschrieben hatte, waren die Missbrauchsvorwürfe, die dann bewiesen waren gegen den damaligen Kardinalerzbischof Hans-Hermann Grohe in Wien. Aber wie lange, also dass er sich an Buben vergangen hatte, was inzwischen unzweifelhaft ist. Wie lange hat es gedauert, bis der aktuelle Kardinalerzbischof Christoph Schönborn das zur Kenntnis genommen hat, sich dafür nicht entschuldigt hat, aber er sprach jahrelang nicht mit dem Profil, mit dem Hinweis darauf, aber die haben doch gegen meinen Vorgänger. Und irgendwie ist es inzwischen dann so ins gedankliche Gemeingut übergegangen, dass diese Geschichte gestimmt hat, die völlig unzweifelhaft ist, der auch nicht mehr widersprochen wurde. Aber so richtig die selektive, spezielle Entschuldigung dafür bei dieser Geschichte, die vom Profil nicht ausgelöst, aber aufgedeckt wurde, bis heute nicht. Also die Kirche denkt da auch in tausenden Jahren und weniger und im Kleinen nur an den Ablasshandel, den der Sebastian gerade genannt hat, wo man wieder Kapital schlägt daraus, dass jemand Fehler zugibt und dann das in Kleingeld münzt. Von der Kirche zu einer anderen Kultur, und zwar der Schönen und Reichen, der Celebrities, die entschuldigen sich auch auffällig viel in letzter Zeit. Wie habt ihr das wahrgenommen?
Na, das ist natürlich ein Effekt der Social-Media-Kultur. Also wer sich ins Netz begibt und in Social Media sich begibt, der hat vielfältige Gelegenheit, was falsch zu machen, beziehungsweise für etwas kritisiert zu werden, was er vielleicht oder auch tatsächlich falsch gemacht hat. Und daraus ist, das ist ein bisschen eine überschießende Gegenreaktion, die gerade stattfindet. Man entschuldigt sich wirklich für alles. Es ist eine Armada an PR-Beratern, Krisenkommunikationsagenturen auch am Werk. Also kaum ein Hollywood-Star, Sängerin, Sänger, die sich nicht entschuldigt hat für Verfehlungen, die teilweise Jahre und Jahrzehnte zurückliegen. Soll sein, aber es entwertet natürlich vielleicht insgesamt das Gewicht. Also das Gewicht wird ein bisschen geringer, wenn man sich für alles entschuldigt. Industriell abgefertigt ist. Ja. Wofür hat sich das Profil mal entschuldigen müssen oder entschuldigt? Das Profil entschuldigt sich niemals, weil wir niemals Fehler machen. Ja. Es gibt nachzulesen im Profil immer wieder kleine, auf der Leserbriefseite üblicherweise, kleine Gestanzeln, wo wir sagen, dass wir Fehler gemacht haben, wofür wir uns niemals entschuldigen mussten. Und jetzt siehst du, ich agiere fast wie ein Politiker oder eigentlich politisch ist, für den Vorsatz, etwas falsch geschrieben zu haben. Also Fake News, False News, das passiert, man macht Fehler, aber Fake News war etwas anderes. Und ich bin sehr stolz darauf, wir können uns nicht daran erinnern, das Profil jemals vorsätzlich, auch nur so grob fahrlässig, die Unwahrheit geschrieben hätte. Passiert nicht. Und persönlich, Christian, bei wem hast du dich das letzte Mal entschuldigt? Sicher bei meinen Kindern. 18-jährige Mädels, Zwillinge, gerade maturiert, entschuldige ich mich immer schon prophylaktisch. Mit der Frage zum Beispiel, langweilt ihr euch nicht? Oder ist das jetzt falsch angekommen? Weil du es mich jetzt fragst, vor 2 oder 3 Tagen fuhr ich mit meiner Tochter Nomi mit dem L-Zeichen im Auto, die macht gerade den Führerschein. Und beim Kreisverkehr habe ich gesagt, du hättest jetzt blinken müssen. Und sie hat völlig zu Recht gesagt, nein, erst wenn man aus dem Kreisverkehr rausfährt, aber nicht beim Reinfahren. Ich habe mich sofort entschuldigt. Es tut mir wahnsinnig leid. Was hat sie darauf gesagt? Chill, Papi. Super, wunderbar. Dankeschön euch beiden. Mehr über die Entschuldigungskultur, die derzeit stattfindet, lesen Sie im aktuellen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.